Es gab ein Volk, das behauptete, es könne hören, wie die Sonne nachts durch das Meer nach Osten wanderte. Manchmal, kurz vor dem Einschlafen, dachte Frieda daran. Wie eine Feuerwalze klang das, die mit brutaler Geduld das Wasser verdrängte, es an den Ufern aufschlagen ließ. Im nächsten Moment war es ein zärtlicher Sog, wie von einem Rochen, der durch die Tiefe schwebte. Hinter ihren Lidern wurde es rot, blinkte einmal, zweimal, dann schneller. Und erst als das Licht dauerhaft auf sie einschlug, verstand sie, dass draußen jemand Sturm klingelte. Hier drinnen hörte sie nichts, doch die rote Lampe flackerte und versuchte Dringlichkeit zu signalisieren. Frieda verließ die Kabine, sah durch das Fenster drei Leute draußen stehen. Sie schrub den Riegel zur Seite, die Tür war noch nicht einmal ganz offen, da huschte schon ein Typ mit Kamera an ihr vorbei, knipste die Leuchte an und filmte das Studio ab. Ein anderer schlug ihr auf die Schulter, als würden sie sich nach Jahren plötzlich auf einer Party wieder treffen, wo beide sonst niemanden kannten. »Habe ich mir doch gedacht, dass sie nichts hören, so ist das immer bei euch Tonfuzzis«, sagte er. Und Frieda dachte, der Mann ist ein Arschloch, du musst ihn sofort rausschmeißen. Da sagte er lächelnd, »Wir sind verabredet, ich bin Mike.« Die Hand, die er hinhielt, war weich und schwitzig, Alkoholiker wahrscheinlich oder Diabetes, im schlimmsten Fall beides. Kika, sagte er, Tigerentenclub, wir haben telefoniert. Kika, wiederholte Frieda und konnte sich an nichts erinnern. Es war davon auszugehen, dass der Kerl recht hatte, sonst würde er jetzt nicht mit seinem gesamten Team vor ihrer Tür stehen. Hinter ihm lehnte einer mit dickem Kopfhörer um den Hals und strahlte sie an. Schon bei seinem Anblick war klar, dass er sich später fragen würde, ob er nicht ein Praktikum bei ihr machen könnte. Praktikantengesichter erkannte sie sofort. Kika. Gab es auf der Welt noch zwei so unschuldige Silben, hinter denen sich etwas ähnlich Grausames verbarg? Frieda trat einen Schritt zurück und sagte, was sie nicht hatte sagen wollen und auch nicht so meinte, ja sicher, kommt doch rein. Auf dem Parkplatz öffnete sich die Tür eines Vans, aus dem 2 20-jährige Kinder in Janosch-Pullis hüpften. »Ich mache uns erstmal einen Kaffee«, rief sie zu Mike hinüber und floh in die Küche. Dort stand es im Kalender 11 Uhr, Kika. Es musste ein grausiger Tag gewesen sein, als sie dem zugestimmt hatte. Ein Tag mit geplatzten Aufträgen, Stromnachzahlung, Streit mit Robert, Assi krank, beim Löten die Finger verbrannt, so ein Tag. Seit Frieda vor Jahren mit Sat.1 über den Flohmarkt gegangen war, hatte sie beschlossen, sich nicht wieder auf derartiges einzulassen. Damals hatte das Telefon gar nicht mehr aufgehört zu klingeln. Immer waren es Mütter gewesen, die sie zu Kindergeburtstagen eingeladen und dabei von Vorführen gesprochen hatten. Da können sie vielleicht ein bisschen was vorführen, was ordentlich Krach macht. Und als sie ihnen sagte, dass das nicht ihre Profession sei und ihre übliche Tagesgage zudem bei 800 Euro liege, beschimpften sie Frieda als herzlos und geldgeil. Aus dem Aufnahmestudio drang grölendes Gelächter. Wahrscheinlich hatten sie die Pupsknete gefunden. Davon besaß Frieda 10 Dosen, die waren ihr in den letzten Monaten geschenkt worden, sämtlich von Freunden mit Nachwuchs. Ein beliebtes Produkt aus der Spielwarenabteilung, mit dem sie rein gar nichts anfangen konnte. In deutschen Filmen wurde nicht gepupst, das war vielleicht das letzte Tabu. Sie dachte darüber nach, sich kochendes Wasser über die Hand zu schütten. Wann immer Frieda nicht weiter wusste, wünschte sie sich eine Katastrophe, gebrochene Knochen, brennende Häuser, irgendetwas, das so groß und bitter war, dass ihr ursprüngliches Problem darin einfach untergehen könnte. Die Alternative lautete, zusammenreißen, daran denken, dass sie schon ganz anderes und viel Schlimmeres, dass sie immer noch lebte und das nicht mal schlecht. Die Alternative lautete, Kopf ausschalten, Rücken strecken, weitermachen. Frieda startete ihre Vorführung mit einem Horrorfilm, für den sie sich einiges hatte einfallen lassen. Besondere Freude machte ihr der Messerstich in den Brustkorb, hinein bis ins Herz. Lasagneplatten in ein feuchtes Handtuch gewickelt, die Platten leicht eingeweicht, diese Mischung von Knacken und Saftigkeit, eine Meisterleistung war das. Im Studio lagen immer noch Selleriestangen herum, es waren viele Knochen gebrochen und durchstoßen worden in diesem Film. Frieda hatte Körper zersägt und abgetrennte Köpfe im Kühlschrank tropfen lassen. Lange hatte sie nicht so viel Spaß gehabt. Ein leises Würgen ließ sie aufblicken. Sie war hier beim falschen Kanal. Diese Leute träumten von Hamstern mit Bindfaden aneinander gebunden, die eine fahrende Kutsche simulierten. Diese Leute waren mit der Vorstellung angereist, Frieda mache hier einen drolligen Job. Also stoppte sie den Horror und gab ihnen, was sie erwartet hatten. Sie wechselte zur Beziehungskomödie, zog sich Damenschuhe an, die diesen Namen verdienten, und stöckelte synchron zum Bild durchs Studio.
Mit einer leichten Metallscheibe machte sie mächtig Wind, während das Mädchen auf der Promenade auf- und ablief. Aus Friedas Kehle drang ein Möwenkreischen und die Tigerenten klatschten aufgeregt. Es war erstaunlich, wie wenig die Leute hörten, obwohl sie jeden Tag untergingen in Geräuschen. Sie nahmen sie nicht wahr, kannten deren Klang kaum. Wie versonnen sie schauten, wenn Frieda ihnen ein Geräusch gab, wenn sie zum ersten Mal den Klang einer Jacke wirklich hörten. Das Öffnen einer Handtasche, das Verschließen einer Tür, einen anfahrenden ICE, das Rauchen einer Zigarette, das niemals bloß Rauchen war. Es gab mindestens 20 Arten, eine Zigarette zu rauchen und jede klang anders. Frieda konnte Menschen allein daran erkennen. Manche sogen den Rauch ein, als würden sie künstlich beatmet. Andere stießen ihn mit einem dünnen Pfeifen aus und einige rauchten, wie sie atmeten, leise, gleichmäßig, dazu nur das Knistern des Tabaks. Das waren die Verträumten, Verliebten, die Glücklichen. 2 Stunden sprang, stampfte, stöckelte Frieda in dem Studio herum, machte Gewitter, Pferderennen und Feuerwerk, verstand die Witze der Moderatoren nicht, hatte auch keinen Praktikumsplatz und brauchte keine Kopie von der Sendung.